dass die Hunde verpackt werden. Was passiert hier, Michael? Ja, die Hunde werden in Tragtaschen verpackt, die sehr gemütliche Tragtaschen sind, die auch geprüft sind. Warum? Einfach, es ist schon kurz angesprochen worden, es kann sein, dass sich einmal ein Hundeführer mit einem Hubschrauber in ein Suchgebiet befördern lassen muss, beziehungsweise kann es auch einmal sein, dass sich ein Hund verletzt und dann zur nächsten Straße getragen werden muss. Sie sehen, die Hunde lernen das auch mit positiver Bestätigung. Es ist für sie auch Spaß, es gefällt ihnen. Es wird geschaut, dass alles richtig verpackt ist, so wie man sich ein Mensch abseilt. Genauso die Sicherheitsvorkehrungen gelten auch für die Hunde. So, und der erste Hund ist schon am Rücken des Hundesführers. Sie sehen, der Hund hängt drinnen, ganz locker, entspannt, schaut sich die Gegend an. Und das ist extrem wichtig einfach für die Hunde, dass sie sich so transportieren lassen. Man muss rechnen, die Hunde haben circa 25, 30 Kilo, teilweise bis zu 40 Kilo. Also das ist schon extrem anstrengend, auch diese Hunde zu tragen. Ja, und jetzt geht es wieder an die Vertrauensfrage. Und das Vertrauen ist ja auch das, nachdem die Hunde ja nicht ganz leicht sind, die Arbeit für den Hundeführer schwer ist, muss der Hund auch imstande sein, von jemand anderen getragen zu werden. Und dazu würde ich mir wünschen, dass drei Erwachsene, bitte erwachsene, kräftige Herrschaften, zu mir kommen, die bereit wären, bitte sie kommen, um hier mal eine Runde mit dem Hund auf dem Rücken über den Platz zu machen. Wer traut sich noch zum Bier? Dann wird er durch Verbellen anzeigen, dass sie eben gefunden haben. Als erstes zeigen wir Ihnen das mit einem Hund, der mit Spielzeug bestätigt wird. Sie sehen jetzt, dass der Helfer hingeht, den Hund motiviert mit dem Spielzeug, einfach zeigt, du, jetzt können wir Spaß haben, wegläuft. Sie sehen, der Hund freut sich schon, er fängt den Schwanzwedel an, will nach. Jetzt wird auf Kommando losgeschickt. Es ist wichtig auch, dass der Hund das Kommando lernt, lauft zu der Person hin und verbellt. Sie sehen, das ist ein freudiges Verbellen. Er möchte nur einfach mit seinem Spielzeug spielen. Er möchte Spaß haben und aus dem Grund macht das der Hund. Ja, und das heißt Anzeige. Anzeige nicht bei der Polizei, sondern Anzeige. Der Hund deckt an, hier ist etwas. Es handelt sich hier um einen Anfängerhund, meine Damen und Herren. Das ist ein Anfängerhund, der erst in der Ausbildung ist und dessen Interesse natürlich an dieser Beißwurst liegt. Die ist spannend und die will er finden. Später lernt er dann, dass er den Menschen findet. Das gleiche Spiel, er wird motiviert, der Helfer läuft weg und dann wird der Hund nachgeschickt. Und da sieht man wieder, es ist extrem wichtig, dass wir gute Helfer haben, die uns helfen bei der Ausbildung mit den Hunden, weil ein Hundeführer alleine könnte das nicht machen. Ja, und er muss suchen, er muss finden, anzeigen und dann kriegt er das Leckerli. Also das ist nicht Füttern auf Distanz, sondern das macht den Sinn, dass der Hund lernt, etwas zu finden und dann bestätigt wird. Jetzt, glaube ich, zeigen wir dann einmal ein wenig die Arbeit eines erfahrenen, routinierten Rettungshundes. Die Hauptarbeit der Rettungshundeführer ist eigentlich, Menschen zu suchen, zu finden, die sich irgendwo im Wald, im Gelände irgendwo verirrt haben, die Orientierung verloren haben oder einen Unfall hatten und sich nicht mehr helfen können. Ja, Sie sehen hier den erfahrenen Hund. Er hat hier jemanden gefunden. Er schaut kurz nach, aber er wird nicht sehr bedrängen, sondern wartet einmal. Jetzt hat er mich natürlich wieder widerlegt. Er wartet, bis der Hundeführer hinkommt. Der Hundeführer wird jetzt dann langsam das Tarnnetz hochheben und die Person herausholen. Ja, meine Damen und Herren, im Wald, und den denken wir uns einfach zum Tarnnetz dazu. Hier können wir nicht mit dem Hubschrauber suchen, nicht mit der Wärme. Nicht
nicht mehr verlassen konnte und schicken jetzt einen Rettungshund los, um diese Person eventuell zu finden. Zartes Bellen aus dem Haus deutet an, Leute, hier ist wer. Ich habe jemanden gefunden. Damit endet die Arbeit des Hundes. Befreien müssen ihn dann die menschlichen Retter, die menschlichen Helfer. Aber er lässt nicht locker, bis jemand hier ist und ihn bei seiner Arbeit wieder bestätigt. Genau, unsere Hunde lernen so lange zu bellen, bis der Hundeführer oder Helfer direkt vor Ort sind, wenn sie einen Menschen gefunden haben. Das kann natürlich teilweise bis zu 5 Minuten dauern, bis jemand dort durch dieses unwegsame Gelände oder was zu der Person kommt. Ja, und die junge Dame ist offensichtlich guten Mutes und kann das Haus selbst verlassen und wir brauchen sie nicht. Es war lustig und es hat Spaß gemacht und wir haben unsere Arbeit vor allem gut gemacht und damit freut sich auch der Hund auf das nächste Mal, auf den nächsten Einsatz. Ja, aber vor allem, was man das sehr gut sehen kann, ist, wie individuell jeder Hund ist. Der eine möchte ein wildes Spiel, der andere will nur kleine Streicheleinheiten, der andere eine Beißwurst, wo er fest hineinbeißen kann. Also da ist wirklich jeder Hund anders und muss mit jedem Hund anders gespielt werden. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir Ihnen einen kleinen Einblick gegeben, was Rettungshunde im Dienste von uns machen.